Jungs, wir unterbrechen unser aktuelles Programm für eine Weltpremiere, eine Neuheit und vor allem dem Titelprodukt des nächsten Kataloges. Ja, nicht des aktuellen, von dem, der noch kommt. Und es handelt sich um Klimaanlagen. Klimaanlagen, die auf dem neuesten Standard der Technik sind. Schauen Sie mal, was wir hier exklusiv für Sie reingeholt haben. Das ist die Titelseite des neuen Katalogs. Wir sehen unten den Preis. Sie bekommen aber jetzt schon exklusiv den TV-Sonderpreis und das passend zur Hitzeperiode, die uns bevorsteht. Passend zu den heißen Temperaturen, die diesen Sommer auf uns zukommen, denn da soll es ja bis zu 40 Grad heiß werden. Und hier sehen wir, Wüstenhitze nimmt Deutschland in den Schwitzkasten und das top aktuell, brutale Hitzewelle, bis zu 40 Grad, Wüstenföhn bringt Heißluft. Ja, und da, liebe Zuschauer, kommt das neue Titelprodukt genau richtig, würde ich sagen, und, oder? Ja, und es gibt einfach Momente, da hilft dann nur noch eine Klimaanlage und vor allem gibt es auch Räume. Da würde man mit unserem Verdunstungsluftkühler nicht mehr weiterkommen. Ich habe das öfter schon erwähnt, Dachgeschosswohnungen oder auch Räume mit riesengroßen Fenstern auf der Sonnenseite. Da brauchst du eine Klimaanlage. Aber ich habe natürlich auch Ansprüche an eine Klimaanlage. Und ich muss sagen, bei unserer ganz neuen, die hier jetzt neben mir steht, werden die absolut alle erfüllt. Erstens mal, sie sieht unglaublich toll aus. Ich habe selten eine so richtig schick aussehende Klimaanlage gesehen. Das ist für mich ein Designmodell. Da müsste eigentlich nicht mobile Klimaanlage, sondern Design-Klimaanlage stehen. Für mich aber auch wichtig sind technische Neuerungen, die hier umgesetzt werden. Und vor allem, wenn es um den Energieverbrauch geht, ja, weil diese Klimaanlage ist Energieeffizienzklasse A. Und das wird man nur, wenn man sehr, sehr effizient die Energie versorgt. Denn hier haben wir eine Kühlleistung von 2600 Watt, aber einen Strombedarf von lediglich 1100 Watt. Das heißt, die neueste Technologie hier macht aus 1100 Watt 2600 Watt Leistung. Und hier weitere technische Innovationen, aber sprechen wir erstmal über die Klimaanlage selber. Was macht die? Hier habe ich die Möglichkeit, einen Ventilator einzuschalten, aber auch klimatisieren. Also genau die Temperatur, die ich wünsche, im Raum zu erreichen. Die kann zwischen 16 und 30 Grad liegen. Bedienbar, ganz, ganz einfach, hier oben am Display, und das mache ich jetzt mal kurz, und da sehen wir schon mal, die Raumtemperatur wird hier gleich angezeigt und alles weitere auch. Und wir sehen, jetzt gehen erst automatisch diese Fächer an. Und jetzt habe ich die Ventilation nur an. Also jetzt habe ich einen Ventilator, bei dem ich auch jederzeit die Swing-Funktion zuschalten kann. Bedienbar ist das Ganze auch ganz bequem über eine Fernbedienung. Ja, jetzt werden Sie sagen, Fernbedienung kennen wir alle. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Da haben Sie vielleicht recht. Aber jetzt kommen wir zu weiteren Neuerungen. Und das ist jetzt nicht nur die Fernbedienung, sondern ich habe, also die Fernbedienung ist ja infrarot. Das heißt, ich muss in direkter Nähe sein. Ich habe aber auch die Möglichkeit, diese Klimaanlage von überall auf der Welt zu steuern. Und zwar über eine kostenlose App. Und die habe ich jetzt mal hier drauf gemacht. Und ich bin jetzt zwar nebendran, ich könnte jetzt aber auch im Büro sein und zu Hause sagen, du, mach mal die Klimaanlage an. Und da werden Sie jetzt gleich sehen, ich schalte sie aus. Da sehen wir das. Ausgeschaltet, jetzt wieder eingeschaltet. Und das geht jetzt ganz einfach mit diesem Smartphone. Und jetzt über das WLAN ist das jetzt möglich, dass du wirklich auch von außerhalb, ich sage ja vom anderen Ende der Welt, alles einschaltest. Timer-Funktion. Dann natürlich die, hier sehen wir die Ventilationsstärke, hier den Modus. Ich drücke mal auf den Modus drauf. Ich muss das von hinten machen. Jetzt sehen wir, jetzt ist gerade nur der Ventilator eingeschaltet. Wenn ich aber jetzt hier die Klimaanlage einschalten will, mache ich das hier. Die Temperatur kann ich einstellen. Die ich will. Und das von überall auf der Welt. Gleichzeitig, wenn ich zu Hause bin, kann ich es mir auch noch ein bisschen bequemer machen. Und zwar das Ganze auch per Sprachsteuerung, wenn man die zu Hause hat. Wir kennen das alle, die Sprachassistenten von Google, also Google Assistant oder auch von Amazon, die Alexa. Ja, dann kann ich sagen, Alexa, kühle mal runter auf 18 Grad, geht die Klimaanlage an. Also das sind so Neuerungen, die ich brauche. Und jetzt haben Klimaanlagen oftmals einen schlechten Ruf.
Und natürlich als Stromfresser. Stimmt auch, wenn ich die 24 Stunden laufen lasse, dann braucht sie viel Strom. Aber es liegt an Ihnen oder an uns, an Benutzern, dass wir die effektiv hier benutzen können, ohne dass sie uns die Haare vom Kopf frisst. Bei 1100 Watt, also Energieeffizienzklasse A, ist das schon mal der erste Schritt vom Hersteller. Der zweite Schritt ist von Ihnen. Durch die Technologie, Fernbedienung, Sprachsteuerung und kostenlose App schalte ich die eben immer nur dann ein, wenn ich sie auch brauche. Ja, wenn ich jetzt weggehe und denke, oh Mist, Klimaanlage läuft noch, muss ja nicht laufen, schalte ich sie auf dem Smartphone kurz ab. So, dass ich sie nur dann laufen lasse. Und ich denke, eine Klimaanlage wird mit 2-3 Stunden Betrieb am Tag für ein angenehmes Klima sorgen. Und das auch bei den heißesten Tagen. Und wenn ich 2-3 Stunden hier bei 1100 Watt, das sind knapp 3 Kilowattstunden, das wäre pro Tag 74 Cent kosten. Und ich glaube, damit kann ich gut leben. Und das ist eben schön. Aber einen kleinen Tipp noch. Wenn Sie sich jetzt eine Klimaanlage holen, ich schalte sie noch mal an, ich mache das jetzt, weil es mir so gut gefällt über die App, dann ist man oftmals versucht, jetzt hier direkt vor den Strahl zu sitzen. Das kann man machen, wenn man nur die Ventilation anhat. Wenn man aber die Kühlfunktion, also die Klimaanlage, wirklich aktiviert, dann sollte man von der Klimaanlage den Raum kühlen lassen und sich darin abkühlen. Dann ist es in den meisten Fällen auch absolut bedenkenlos. Wer jetzt hier vor zum Beispiel bei 40 Grad und lässt hier 16 Grad kalte Luft raus, ja, da ist ein Risiko, dass du krank wirst. Aber auch da ist ein bisschen Cleverness vorher euer gesagt und dann ist das problemlos möglich. Und eine Klimaanlage ist einfach traumhaft, ja, weil es genau die Temperatur schafft, die ich für angenehm halte. Beim einen werden es 18 Grad sein, der andere braucht 24 Grad, um sich wohlzufühlen. Aber ist ja egal, kann ich hier alles einstellen. Zum spitzen TV-Sonderpreis, das müssen wir wirklich noch mal an dieser Stelle betonen. Das ist das Titelprodukt des neuen, noch nicht veröffentlichten Kataloges, des kommenden Kataloges. Und Sie exklusiv, nur Sie, haben heute hier in dieser Sendung die Möglichkeit, sich dieses Design-Highlight, das wirklich auch technisch so innovativ gemacht ist, wie Ralf erklärt hat, hier durch diese Energieeffizienz, die wir haben und vor allem dann noch gepaart mit der App-Steuerung und mit WLAN und Co. Hier, liebe Zuschauer, zugreifen. Wir schauen uns noch mal kurz den Katalogpreis an. Knapp 400 Euro im Katalog. 379,95 Euro für Sie, das heißt 20 Euro Preisersparnis, versandkostenfrei nochmal dazu. Und Ralf, du möchtest noch was sagen? Ja, wir müssen natürlich nochmal über die Technik sprechen. Das ist jetzt eine Monoblock-Klimaanlage mit 9000 BTU. BTU ist die Einheit, also per Hour, British Term Unit per Hour. Und das besagt, wie schnell ein Raum abgekühlt werden kann und vor allem, wie groß der Raum sein kann. Hier können wir wirklich riesengroße Wohnflächen bis zu 44 Quadratmeter abkühlen und das ist schon 44 enorm. Quadratmeter, ja. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, das ist ein richtig großes Wohnzimmer und natürlich je kleiner der Raum, du kannst es auch in kleineren Räumen einsetzen, da geht es natürlich noch schneller. Was weiteres, was mich auch begeistert und da sehen wir nochmal der Katalog, der erst in ein paar Wochen rauskommt. Sie haben als Pearl TV Zuschauer wieder einen riesen Vorsprung gegenüber den Katalogkunden, weil sie jetzt schon und das auch noch zum TV Sonderpreis zugreifen können. Eine weitere Neuerung ist hier dran. Wir kennen von vielen Geräten eine Timer-Funktion. Und eine Timer-Funktion ist meistens eingeschaltet und dann läuft das Gerät noch die Zeit, die ich vorgebe. Hier haben wir aber eine Ein- und Ausschalt-Timer-Funktion, also wie eine Zeitschaltuhr. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich weiß, ich bin arbeiten bis 17 Uhr und ich komme um 17.30 Uhr nach Hause, ja, ist jetzt nur ein Beispiel, dann sage ich 16.45 Uhr schaltest du bitte die Klimaanlage ein. Ja, und dann geht das automatisch und auch mit der Ausschaltautomatik genauso einfach zu programmieren. Also hier ist wirklich an alles gedacht. Fernbedienung, App-Steuerung, Sprachsteuerung, Energieeffizienzklasse A. Unglaubliche Laufruhe, die wir hier haben. Ich kann ihn, die Klimaanlage auch als Ventilator benutzen. Und das Einzige, was wir jetzt noch haben, sehen wir hier an der Kante. Das ist der Abluftschlauch. Der ist zwingend, ich stehe mal ganz kurz auf, ich zeige es Ihnen mal. Der ist natürlich zwingend bei einer Klimaanlage notwendig. Den schauen wir uns mal an. Der läuft hier hinten raus, ist natürlich dehnbar. Was wir mit dem machen, das werde ich Ihnen gleich auch noch zeigen, weil das ist auch kein Hexenwerk, sodass man das wirklich in jeder Wohnung
oder in jedem Haus ohne bauliche Veränderung, auch immer ganz wichtig, nutzen können. Also für mich ist das die perfekteste Klimaanlage, die ich jemals gesehen habe. Und wie Sie jetzt unschwer erkennen können, ist die auch auf Rollen. Das heißt, du bist hier nicht gebunden, deshalb auch mobile Klimaanlage. Du kannst die jetzt ohne Probleme tagsüber im Wohnzimmer benutzen oder abends dann mal das Schlafzimmer angenehm runterkühlen, 1-2 Stunden, dass man dann auch angenehm schlafen kann. Wie gesagt, in Dachgeschosswohnungen oder in Räumen, wo Sie dieses Jahr schon gemerkt haben, ich kriege den Raum nicht gekühlt mit Ventilatoren oder Verdunstungsluftkühlern, da muss eine Klimaanlage zum Einsatz kommen. Und die hier ist für mich also die perfekte Klimaanlage. Ich habe noch nie eine so technisch innovative Klimaanlage bisher gesehen. Nagelneu im Programm, nagelneu auf dem Markt mit technischen Innovationen, die ich so noch nie bei einer Klimaanlage zuvor gesehen habe. Und es ist ja klasse, gerade auch diese WLAN- und App-Steuerung. Das heißt, die Familienmitglieder laden sich diese kostenfreie App einfach runter und können dann auch selbst bestimmen, wie Ralf das gesagt hat, dass man intelligent und clever dann hier auch ihre Klimaanlage einsetzt. Sie sind unterwegs, sie sagen, Mensch, ach ja, sie kommen jetzt ein Stündchen nach Hause, sie möchten, dass es zu Hause schön angenehm ist, dann schalten sie die ein und lassen die vielleicht mal ein halbes Stündchen vorkühlen und haben dann eine schön temperierte Wohnung. Das ist natürlich was Feines und das auf ihre Wohlfühltemperatur abgestimmt. Übrigens, hier heute nochmal zum spitzen Sonderpreis, das müssen wir wirklich nochmal unterstreichen. So eine technische Innovation, mobil, super schön gemacht, mit WLAN und App-Steuerung und mit Energieeffizienzklasse A für 379,95 Euro anbieten zu dürfen, das ist wirklich eine Wucht und das ist nur für Sie heute exklusiv in dieser Sendung möglich. Das ist die Weltpremiere, das ist das Titelprodukt des kommenden Kataloges, das möchten wir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig unterstreichen. Hier sehen Sie den auch noch einmal und hier sehen wir auch Alexa, schalte die Klimaanlage ein, Ralf. Richtig, also eben mit der Sprachsteuerung, das geht nicht nur, wir wollen ja keine Firma bevorzugen bei Alexa, das geht bei allen Sprachdiensten, also auch Google Assistant, den gibt es ja auch, da ist das genauso möglich, ist kompatibel. Ja, wenn man das zu Hause hat, kann man es nutzen, muss man aber nicht, aber mit der App-Steuerung, das finde ich phänomenal, weil du auch auf kurzfristige Wetteränderungen sofort reagieren kannst. Und das ist natürlich das Tolle, denn genau jetzt wird es heiß. 2 bis 3 Werktage geben Sie uns bitte, dann ist sie bei Ihnen zu Hause. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie jetzt zugreifen, denn wir schauen uns auch gerne mal eine Wetterkarte an. Da sehen Sie dann auch das aktuelle Wetter und da freuen wir uns, liebe Zuschauer, auf ungefähr 30 Grad in ganz Deutschland. Wir sehen, es ist heiß und mit freundlicher Genehmigung von kachelmannwetter.com. An dieser Stelle bedanken wir uns auch sehr für die Wetterkarte. Möchten wir mal auf die heißen Temperaturen eingehen und auf die nächste Klimaanlage, die auch brandneu ist. Ja, optisch genau identisch. Wir sehen dieses unglaublich schicke Design. Ich habe es jetzt gerade angeschaltet. Wir können hier auch übrigens die reine Ventilationsstufe einstellen. Dann ist es nur Ventilator mit auch ganz geringem Stromverbrauch mit knapp 100 Watt. So, aber hier haben wir jetzt trotzdem vom Motor her eine größere Klimaanlage. Und worin drückt sich das aus? In den Werten. Wir haben hier 12.000 BTU, also British Term Unit per Hour. Das heißt, auch größere Räume können hier schnell runtergekühlt werden. Und hier gibt der Hersteller vor, Räume von 55 bis zu 100 Quadratmetern können damit runtergekühlt werden. Also schon riesengroße Hobbyräume oder schon mal auch eine Galerie, Wohnzimmer. Bis 100 Quadratmeter. Das ist phänomenal. Und wir haben noch eine weitere Option. Also neben den ganzen, die ich gerade eben schon genannt habe, App-Steuerung, Kompatibilität zu Sprachassistenten, Fernbedienung, dann neben dem Timer-Funktion zum Ein- und Ausschalten, haben wir auch noch hier eine Heizfunktion. Das heißt, du kannst also diese Klimaanlage das ganze Jahr stehen lassen und kannst dann in Übergangszeit ein klein wenig nachheizen mit dieser Klimaanlage. Aber da sind wir jetzt schon weit davon entfernt. Wir sind beim Kühlen 12.000 BTU. Und ich glaube, die günstigste, die ich jemals gesehen habe mit diesen Werten, lag bei knapp 900 Euro. Wir sehen hier auch, liegt die unverbindliche Preisempfehlung liegt schon darunter mit knapp 800. Aber unser TV-Sonderpreis, der toppt mal wieder alles. Und jetzt muss man auch wieder sagen, man investiert ja für die Zukunft, für die nächsten Jahre. Und da lohnt sich so eine Investition, wenn Sie jetzt große Räume haben, die Sie so nicht runtergekühlt haben. Weil ich habe zum Beispiel schon Wohnzimmer gesehen, die haben eine wunderschöne Fensterfront. Da habe ich schon gestöhnt, weil ich gedacht habe, wer putzt die ganzen Fenster? Ich hoffe, das macht ein Roboter. Aber jetzt im Sommer,
kommt da ja die komplette Breitseite dieser Sonne drauf. Und dann würdest du das mit einem Luftkühler oder mit einem Ventilator nicht mehr hinkriegen. Du schmilzt gerade weg. Wenn du ein Stück Schokolade auf dem Tisch stehen hast, hast du plötzlich eine Schokoladesoße auf dem Tisch. So heiß wird es dann. Und dann brauche ich eine Klimaanlage. Und die ist eben effektiv. Und Sie haben jetzt als Pearl-TV-Zuschauer natürlich noch die Möglichkeit, erstens mal vor den Pearl-Katalogkunden zuzuschlagen. Und Sie bekommen auch noch diesen unglaublich günstigen TV-Sonderpreis. 446,45 Euro ist einfach der Hammer. Auch hier wieder WLAN und App-Steuerung selbstverständlich. Und ein Spitzen-TV-Sonderpreis. Exklusiv erste Präsentation. Wir schauen uns Ihre Preisersparnis mal an. Denn 800 Euro, das ist hier die unverbindliche Preisempfehlung. 470 Euro, das ist der Preis hier auf pearl.de. 446,45 Euro, Ihr Spitzenpreis heute. Wenn Sie jetzt bestellen unter der Bestellnummer NX9766 und der 569. Machen Sie das bitte. Denken Sie daran. Ralf hat es gesagt. Das ist eine einmalige Investition, das ist eine einmalige Bestellung in die neueste, innovativste Technik, die wir haben. Das Ganze super energieeffizient. Nochmal wichtig zu erwähnen. Schick gemacht, auf Rollen übrigens auch mobil einsetzbar. Und das Ganze vor allem auch, liebe Zuschauer, ganz hervorragend zum Heizen und zum Kühlen gleichermaßen geeignet, weil Sie die Temperatur einstellen, die Sie gern haben möchten. Mobil bedeutet aber auch, irgendwo muss der Schlauch ja raus. Richtig, weil also es ist zwingend notwendig, den Abluftschlauch nach draußen zu leiten, weil die warme Luft muss ja irgendwo hin. Und jetzt brauche ich keine baulichen Veränderungen vornehmen, sondern ich stelle die Klimaanlage in die Nähe eines Fensters. Und dann wird diese Fensterabdichtung bzw. Durchlass installiert. Das geht werkzeuglos, ganz einfach mit Klett ringsherum. Also praktisch bauen wir einen Käfig im Fenster oder auch in der Balkontür und setzen dort jetzt unsere Abdichtung hinein. Und dann werden wir sehen, dann haben wir so einen Reißverschluss und da setzt du punktgenau die warme Luft, also den Abluftschlauch, hinaus. Und dann geht die warme Luft raus und die kühle Luft bleibt drin. Und so arbeiten wir dann noch energieeffizienter. Und eben ganz wichtig, es ist keine bauliche Veränderung vonnöten, weil das wäre oftmals schwierig in der Mietwohnung, wenn man irgendwann mal wieder ausziehen will, eine bauliche Veränderung rückgängig zu machen. Das hier kannst du also jederzeit installieren, aber auch deinstallieren. Und ich würde jetzt jedem, der eine Klimaanlage hier in mehreren Räumen nutzen will, empfehlen, 2 oder 3 von diesen Fensterabdichtungen zu bestellen, weil, jetzt überleg mal, die installierst du, du kannst ja, wenn die installiert ist, Fenster trotzdem schließen. Und wenn du die Klimaanlage anmachst, machst du den Abluftschlauch hier raus, eine im Schlafzimmer, eine im Wohnzimmer und die steht ja auf Rollen, also beide. Und dann rollst du gerade das Gerät abends ins Schlafzimmer und schläfst auch wunderbar, selbst bei höchsten Temperaturen. Also wenn Sie das planen, eine Klimaanlage in mehreren Räumen einzusetzen, können Sie natürlich auch 2 Klimaanlagen kaufen, dann brauchen Sie aber auch 2 Fensterabdichtungen. Aber 2 Fensterabdichtungen reichen auch für eine Klimaanlage, weil die ja mobil ist. Du kannst sie von einem Raum zum anderen schieben und dann dort eben einsetzen. Der Ralf möchte, dass Sie sparen, liebe Zuschauer. Und das machen Sie heute hier mit unserem TV-Sonderpreis. 16,10 Euro, was ich persönlich sehr schön gemacht finde. Und das sage ich jetzt hier an dieser Stelle auch noch mal im Namen aller Frauen, dass hier unsere Fensterabdichtung schön weiß gehalten ist. Das fällt auch überhaupt nicht auf. Das ist schön gemacht, auch zu den Fensterrahmen. Sehr, sehr schick, sehr freundlich. Und zu bestellen unter der Bestellnummer PV7378 und der 569. PV7378 und der 569 hier gleich in die Leitung gehen und bitte bestellen für 16,10 Euro. Ja, also so einfach kann es sein. Energieeffizient mit den Klimaanlagen, intelligent eingesetzt, dann muss ich sagen, ist es auch erträglich von Strombedarf. Die erste 1100 Watt, die zweite 1370 Watt, aber die Energieeffizienz Klasse A sorgt natürlich für wesentlich mehr Leistung. Und damit die Warmluft dann nicht irgendwo wieder reingespült wird, holen wir uns diese Fensterabdichtung dazu. Die ist übrigens auch zu nutzen, wenn man noch einen Ablufttrockner hat. Ja, also auch da kann man sowas einsetzen, wenn man da auch ein bisschen Probleme hat mit der Abluft. Das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Aber hier eben, Sie sehen es, für wenig Geld ein Problem gelöst und dann eben erträgliche Temperaturen, auch bei den dicksten Außentemperaturen in Ihren Wohnräumen oder auch Arbeitsräume. Also es ist ja überall einzusetzen, Büro, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Aber Sie müssen gleich zugreifen, weil ich bin mir sicher, wenn es jetzt noch mal eine Woche über 30 Grad hat, werden die frisch vorgestellten Klimaanlagen schon wieder ausverkauft sein. Exklusiv fahren Sie
Sie jetzt hier bei der Fernseh-, bei der TV-Premiere dabei. Exklusiv sind Sie einer der Ersten, der diese Klimaanlage zu Hause hat, mit der innovativsten Technik. Was meinen Sie, was da auch die Gäste und Familienmitglieder staunen werden? Sie haben auch noch einen super Preis abgesandt. In diesem Sinne, viel Spaß.